Hallo, hier ist Kerstin von Wölfchens Bastelstube. Heute habe ich euch eine Vierflügelkarte mitgebracht. Die heißt auch im Englischen Pinwell Tower Karte. Und ich habe die hier mit unserem süßen, niedlichen kleinen Dachs gebastelt. Der ist aus dem neuen Jahreskatalog. Und ja, ich fand die Idee so süß. Und ich zeige euch gerade mal hier das Stempelset dazu. Das ist auf Englisch. Gibt es leider nicht in Deutsch, aber naja gut. Ich musste dann die Sprüche hier so ein bisschen ersetzen. Aber ich denke mal, der ein oder andere wird vielleicht auch den passenden Spruch dazu haben. Es ist eine Grußkarte für eine Freundin, Nachbarn etc. etc. Ich habe auch hier den Stempelabdruck für den Spruch "Ein Gruß zum Herbstanfang für dich" und das stammt aus dem Stempelset "Schöner Herbst". Vielleicht hat der eine oder andere das Stempelset auch noch, aber wie gesagt, ich habe jetzt nur das zur Verfügung gehabt und darum habe ich auch diesen Spruch genommen. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch Geburtstag oder dergleichen, was ihr gerade so für einen Anlass habt. Ja. Und wie diese Karte gebastelt wird, ich stelle die mal hier gerade zur Seite, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe mir dazu aus grundweißem Farbkarton ein Stück zugeschnitten. Das hat die Maße 14,6 mal 10,8. Das sind 5 3/4 Inch und 4 1/4 Inch. Dann habe ich das, habe ich nicht, ich wollte es ja mit euch zusammen machen, das Ganze hier falzen. Und zwar nehme ich mir da mein Falz- und Schneidbrett von Stamping Up zur Hand und dann legen wir mal los. Nee, ausklappen brauche ich es nicht, das reicht, so ist ja ein kleines Stück Papier. So, wir falzen zuerst an der langen Seite. Und es bleibt auch bei der langen Seite, kurze Seite brauchen wir nicht. Und zwar, auf diese Seite lässt sich das besser machen, bei einem 3/4 Inch oder, so wie hier in unserem Fall, 1,9. Und da falzen wir uns die erste Falz. Dann drehen wir uns das Ganze um und falzen bei 3,8 oder bei 1,5 Inch. Alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.wölfchens-bastelstube.de. Da findet ihr alle Maße und wie gesagt, wer gleich mitbasteln möchte, der hält eben dementsprechend das Video an. So, ich sagte ja, ne, die zweite Falz ist bei 3,8 oder 1,5 Inch. Dann gehen wir zur nächsten Falz. Die ist bei 2 1/4 Inch oder wie hier in unserem Fall 5,7. Und die falzen wir uns. Und jetzt haben wir auch schon die letzte Falz. Und die ist bei 7,6 oder 3 Inch. Ne, also bei 3 Inch oder 7,6. So, das sind unsere vier. Ist ein bisschen schlecht zu sehen hier, unsere vier Falzlinien, und die werden wir uns auch gleich mal hier schon mal vorfalzen mit der Hand und ziehen uns das gleich mit dem Falzbein nach. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, ich nehme gerade mal hier mein Falzbein zur Hand und falze die Falze kurz nach. So, das haben wir dann schon soweit vorbereitet. Jetzt kleben wir uns das Ganze hier einmal zusammen. Ich nehme hier Flüssigkleber, da kann man immer noch so ein bisschen hoppala, schieben. Na, steht doch. Und dann kann man das besser, finde ich mal. So, ich drücke mir das Ganze hier nach unten und
drückt das mit dem Falzbein hier schön fest. So, dann klappe ich es wieder auf und seht ihr, jetzt haben wir hier unsere, ja, ich sag mal unser, ja, unser Element, wo wir die anderen Stücke hier gleich ankleben werden. So, ich lege es mal kurz hier zur Seite und ich habe mir, wie gesagt, hier schon einiges vorbereitet und sag euch gleich auch die Maße. Diese Karte habe ich hier in meinem geliebten Rauchblau gearbeitet, aber die Farbe hat uns ja leider verlassen. Schade, ich habe die geliebt, abgöttisch. Gut, kann man jetzt nichts machen. Ich habe mich dann für Babyblau entschieden. Ist ja auch ein ganz feines, pastelliges. Und die habe ich hier zugeschnitten bei, ich muss mal gerade gucken, 6,8 und die lange Seite ist bei 10,5. Da habe ich 4 Stücken an der Zahl und die Aufleger dazu passend haben ein, also der zweite Aufleger hier, haben ein Maß von 6,3 x 10,2. Das sind 2,5 Inch x 4 Inch. Da habe ich auch 4 Stück. Na, komm her. So. Und ich habe euch ja diese Flügel vergessen zu sagen, die lagen hier, die müssen wir ja hier noch alle ankleben an unserer Karte und die sind 3 Stück an der Zahl und die haben ein Maß von 7 cm und in der Länge 10,8. Davon, wie gesagt, brauchen wir 3 Stück zum der Karte hier zum Gestalten. So, dann fangen wir mal gleich an. Wir gehen immer im Uhrzeigersinn. Also wir, jetzt haben wir uns das ja hier schon fertig geklebt. Dann tun wir hier das nächste Element ankleben. Dazu nehme ich, wie gesagt, hier meinen Flüssigkleber und streiche damit hier das ein und lege das so bündig hier dran. Dann kann ich mir das umknicken und gehe noch mal hier mit meinem Falzbein rüber, dass der Kleber so ein bisschen anziehen kann. Und so machen wir das jetzt mit allen 4 Stücken Farbkarton. So. So, jetzt haben wir schon mal das Grundgerüst der Karte fertig. Stelle ich mal ganz kurz zur Seite hier. Und dann können wir auch uns das Ganze schon mal, muss man ein Schmierblatt haben. Ja. Einfach hier mal so ein Schmierblatt raus, dass ich mir nicht hier die Unterlage wieder beschmutze. So, das reicht auch schon aus, wenn man da so ein altes Blatt hat. Wir müssen uns nämlich hier dazu, hier seht ihr ja so ein bisschen Farbe und das möchte ich mir hier, na komm her, mit euch gleich so mal ein bisschen mit den Brushpinseln hier blau einfärben. So, und ich gehe erstmal hier drauf. Soll nur so einen Hauch darstellen, dass der Dachs da nicht so ganz im Weißen steht, denn draußen ist ja der Himmel, wenn es nicht gerade regnet, auch blau. So.
soll nur so ein ganz wenig da das Blaue drauf. Ich mache das jetzt gerade mal. So, ich denke mal, dass wir jetzt genug haben hier mit dem Kolorieren. Und dann können wir uns hier auch das Ganze schon aufkleben. Dazu nehme ich hier wieder meinen Flüssigkleber und streiche hier so ein bisschen ein. Habt ihr es gesehen? Also man muss immer noch ein bisschen nachrückeln können und dann klappt das auch. So, Nummer 1 schon fertig. So, jetzt nehme ich hier die fertige Karte. Wir haben uns jetzt hier diese Paneelen fertig gemacht und dann können wir uns die auch gleich hier auf die Karte aufkleben, bevor wir gleich hier unsere Dachse kolorieren. So, schau mal, dass ich das hier so aufgeklebt bekomme. Hoppala. Es ist sehr, sehr warm. Ich habe hier bei mir in meinem Bastelzimmer 30 Grad. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja hier als Bastler immer uns schon vorbereiten auf die kommende Bastelsaison. Und jetzt steht ja, wie gesagt, der Herbst an. Und da können wir jetzt hier uns dann nicht mit dem Wetter auseinandersetzen. Natürlich bastelt es sich schöner, wenn es regnet, aber ja, kommt ja auch wieder. So, und jetzt das dritte Paneel. Na, komm her. Und jetzt sind wir schon am letzten angekommen. Wie gesagt, ist auch eine ganz schnelle Grußkarte damit gebastelt. So. Mein Papier rutscht hier immer, aber ich klebe richtig fest. Es ist wirklich sehr, sehr warm. So, jetzt haben wir hier unsere vier Flügelkarte soweit fertig. Ich stelle die zur Seite und dann können wir auch hier uns schon ans Kolorieren gehen von unserem süßen Dachs. Und ich habe mir, wie gesagt, das schon vorbereitet, sonst würde das dem Zeitrahmen sprengen. Ach hier, ja, ist alles da, alles da. So, ich habe, wie gesagt, die schon vorkoloriert, aber ich möchte euch ganz gerne zeigen, wie ich das gemacht habe. So, ich habe hier unseren springenden, tanzenden Dachs mir einmal aufgestempelt mit Memento-Tinte und dann habe ich mir hier die
Stamping, Gott, wie heißen sie jetzt nochmal schnell? Stamping Blends. Ihr seht mir es nach, es ist warm. Ich hatte jetzt 14 Tage Urlaub und habe mich, ich denke mal, ein bisschen erholt auch. So, hier habe ich den hellen und den dunklen in schwarz und hier den Farbaufheller dafür. Die brauchen wir ja hier, wenn wir unseren Dachs fertig machen. So, ich nehme gerade mal hier das helle Schwarz. Ja, die Kappe sieht aus wie, ja, irgendein Grau, aber ist wirklich schwarz. Also das war jetzt so meine Idee zu dem ganzen Kolorieren und ist jetzt noch ein bisschen feucht und schaut mal, so sehen die dann aus, wenn die fertig getrocknet sind. So, und das Ganze wird, wie gesagt, dann schön ausgeschnitten. Ich hole mir mal gerade meine Schere und dann zeige ich. Wie gesagt, es ist auch für Bastelanfänger super geeignet, weil die Karte ist nicht schwer zu machen. Und hier muss man ein kleines bisschen natürlich gucken, aber wie gesagt, man kann sich ja dann auch ein bisschen Zeit lassen, das Ganze hier auszuschneiden. Es gibt leider keine Stanzformen davon, aber ja gut, die drei kriegt man auch schnell mal so ausgeschnitten. Und wer eben nicht so geübt ist mit der Schere, der lässt sich eben, wie gesagt, Zeit dazu. Und ja, dann ist das auch total in Ordnung. Denn ihr wisst ja, unsere Karten sind ja alle handgemacht. Ich habe vor ein paar Tagen ja schon mal gehört von jemandem, der gesagt hat, ach ja, Stempel, und dann ausmalen, auch das kann ja jeder. Ich habe mich nicht auf die Diskussion eingelassen, aber ich denke mal, ja, ja, kann jeder, kann nicht jeder. Da muss man wirklich eine Leidenschaft dazu haben. Und es ist ja, wie gesagt, auch alles Handarbeit, wie ihr ja seht. Da kommt keiner und schneidet euch die Dinge aus. Und ja. Aber es gibt solche und solche und es ist okay so. So, hoppala. So, seht ihr, ist kein Hexenwerk. Und wer möchte, der kann sich hier auch noch das Maul so ein bisschen ausschneiden. So. Na, komm. Kommt schon raus hier. So. Ja, jetzt aber. So, dem Burschen haben wir hier ausgeschnitten und jetzt können wir uns das Ganze auch schon zusammensetzen. Schere brauche ich nicht mehr. So, dann würde ich sagen, legen wir gleich los hier mit unserem tanzenden Dachs. Da nehme ich mir hier meine Dimensionist dazu. Zwei Stück reichen aus und die kleben wir uns dann hier so mit drauf.
gibt ein bisschen mehr Tiefe, wenn die Dachse dann so ein bisschen erhaben aufgeklebt werden. So. Hier mache ich den Herbst, hier setze ich den mit drauf. Und hier kommt nachher gleich unseren Gruß und hier noch unseren anderen. Wo haben wir? So. Den Burschen hier noch schön aufkleben. Ja. Genau. So, und dann haben wir ja hier noch unser Schild für unseren Spruch. Und wie gesagt, ihr könnt da den Spruch nehmen, den ihr gerne möchtet. Ob das jetzt eine Herbstgrußkarte ist oder zum Geburtstag oder. Das liegt dann ganz bei euch. Das war jetzt nur hier von mir für euch ein Beispiel, wie man es machen kann. So, meine Dimensions sind auch alles, aber kein Problem. Ich kann ja auch die Ränder nehmen. Die machen sich immer ganz gut damit. So. Ich schau mal, ob ich noch hier irgendwas Tolles habe. Ja. Das ist hier wie so ein Mimosen. Ist auch ganz dunkelgrün, aber durchs Trocknen wird es ja immer ein bisschen heller. Wenn man das anfasst, dann ziehen die Blätter sich so zusammen. Ganz verrückt gemacht. So. Genau. So, das müsste ich mal ein bisschen noch abschneiden. Ja, jetzt haben wir hier wirklich den ganzen Wald verarbeitet, hätte ich jetzt bald gesagt. Aber ich denke mal, das sieht doch so toll aus. Kleinen Moment mal, ich tue das hier erstmal ein bisschen sauber machen. So, meine Lieben. Jetzt haben wir hier unsere kleine süße Dachskarte fertig. Ich zeige es nochmal so in die Kamera. Ja, da. Wie gesagt, bei der Gestaltung der Seiten hier sind keine Grenzen gesetzt. Ihr nehmt, was ihr da habt oder was ihr mögt. Ja? So, jetzt schneide ich noch mal ganz kurz das hier weg. So. Ja, genau. Das ist das, was ich mit euch heute gemacht habe. Ja, meine Lieben, das war es auch heute von mir. Und ich bin am Schwitzen, ich bin richtig kaputt. Aber egal, das war meine Idee mit diesem ganz, ganz tollen Stempelset von Stamping Up. Das findet ihr im neuen Jahreshauptkatalog und es wird schnell übersehen, weil es auch ein bisschen unscheinbar ist. Aber wie gesagt, das ist ganz toll und ihr habt ja gesehen, was man ja super damit machen kann. Ja, wenn ihr auch so tolle Sachen mit Stamping Up Produkten basteln wollt, könnt ihr die gerne bei mir bestellen. Schreibt mir doch eine E-Mail oder eine WhatsApp oder ruft an. Alle Kontaktdaten findet ihr auf meiner Homepage, die da lautet www.wölfchens-bastelstube.de. Ach, noch eine tolle Sache. Die Celebration hat ja begonnen. Am 3. August und geht bis zum 30. September. Und da sind wirklich ganz tolle Sachen mit dabei. So, ich habe mir ganz schnell mal hier unseren Mini-Katalog, den neuen, von Stamping Up geholt. Das ist dieser hier. Der gilt von August. Hier steht zwar Juli drauf, aber wir hatten so ein bisschen Schwierigkeiten, dass wir die Kataloge auch rechtzeitig bekommen. Und ja, jetzt ist er da. Und gleichzeitig
ist ja hier die Celebration begonnen. Ich sagte euch ja schon, 3. August bis 30. September, und ab 60 Euro Einkaufswert habt ihr natürlich ganz tolle Gratisprodukte, die ihr euch dann mitbestellen könnt. Die kriegt ihr dann umsonst. Das ist hier einmal das Spezialpapier Glamour, so heißt das. Und das ist ein ganz, ganz tolles Papier. Richtig klasse. Und hier auch gratis bekommt ihr dieses Designerpapier mit den ganz süßen Pinguinen. Schaut mal, was ihr damit alles so schön anstellen könnt. Das ist wirklich traumhaft schön. Ganz viele tolle Sachen sind dabei. Auch hier ein ganz tolles Stempelset zu Hause, ne, was man so schön mal kolorieren kann und eine schöne Karte machen kann für eine Nachbarin. Oder halt hier dieses Designerpapier, geschmackvoll gemalt. Dazu gibt es im Jahreshauptkatalog die ganz tollen Produkte hier, das Produktpapier. Produktpaket handgemalte Blüten, das gibt es im Jahreshauptkatalog, und das Papier bekommt ihr hier gratis dazu geschenkt. Und hier geht es ja auch auf Weihnachten wieder los, ne? Da bekommt ihr dann auch hier ab 60 Euro könnt ihr dann wählen in den verschiedenen Produkten hier dieses Weihnachtspapier, weihnachtliche Prints, so heißt das. Da sind ganz tolle Sachen drauf, klassische Weihnachtsfarben Rot und Grün. Und ja, da gibt es dann auch eine passende Handstanze dazu. Die findet ihr im Mini-Katalog. Also ganz tolle Sachen sind dabei. Richtig prima. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz süß. Wer das natürlich mag, ist alles Geschmackssache. Aber ich habe mir die auch gekauft. Beziehungsweise die habe ich ja dann dazu gekommen, geschenkt bekommen. Knuddelgrüße, das ist ganz toll hier mit den süßen Schäfchen, und schaut mal, was man damit alles anstellen kann. Also wie gesagt, die bekommt ihr gratis dazu pro 60 Euro Einkaufswert. Einmal die Knuddelgrüße, dieses Stempelset, oder halt hier diese Stanzformen, wo man dann die Zäune und die Schafe selber auch mit ausstanzen kann. Gibt Wolken dazu. Also wie gesagt, die Stanzformen sind nochmal bei 60 Euro gratis dabei. Also wenn ihr beide Sachen haben möchtet, sind es 120. Ja, und dann wie gesagt, haben wir hier noch ein gratis Produkt, Textures und Frames. Das ist hier so ein tolles Stempelset für Hintergründe zu gestalten. Ganz prima finde ich das. Hier sind auch etliche Beispiele dazu in der Celebration. Und das bekommt ihr auch für 60 Euro Einkaufswert geschenkt. Und dann haben wir hier noch Stanzformen, Sommerblüten, so heißen die. Die bekommt ihr auch gratis ab einem Einkaufswert von 120 Euro. Und das passende Stempelset dazu heißt Shaded Summer. Und das gibt es im neuen Jahreskatalog. Das könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, auch dazu bestellen. So habt ihr dann alles schön komplett. Das Stempelset kostet 28 Euro. Also wie gesagt, habt ihr ein ganz tolles Set für wenig Geld. Und so eine schöne Blüten kann man das ganze Jahr ja auch verwenden. Also ich finde es eine ganz tolle Sache. Ja, und dann haben wir hier noch, ich schaue mal, wie weit. Ja, ist schon das letzte Element. Haben wir hier denkwürdige Dahlien. Ist für mich ein komischer Name, aber man hätte ja auch schöne oder tolle Dahlien oder einen anderen Namen. Aber geht ja nicht um den Namen, es geht hier um die tollen Dahlien. Und wie gesagt, das bekommt ihr auch ab einem Einkaufswert von 120 Euro gratis mit dazu. Da sind auch schöne Sprüche bei, tiefen Mitgefühl. Also kann man auch eine Trauerkarte gestalten. Vielen Dank, du inspirierst mich. Es war schön bei euch. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Stempelset. Ja, das waren die Gratisprodukte, und wie gesagt, hier der neue Mini-Katalog. Also den werde ich jetzt mit euch nicht durchblättern, aber wie gesagt, wer da mal reinschauen möchte und hat noch keinen, der kann das gerne tun. Auf meiner Homepage sind alle Kataloge verlinkt, und man kann die sich auch als PDF runterladen. Und wenn ihr da Sachen findet, die euch gefallen, dann, wie gesagt, könnt ihr die sehr gerne bei mir bestellen. Und alle
möglichen Informationen dazu findet ihr ja auf meiner Homepage. Also hier auch Weihnachten im Strumpf mit den süßen Kätzchen und Hunde. Das ist so klasse. Ja, wie gesagt, schaut einfach auf meiner Homepage. Da sind alle Kataloge und auch die Celebration-Broschüre verlinkt. Und ihr könnt die euch als PDF-Datei runterladen. Wenn ihr natürlich ein Papierkatalog haben möchtet, gar kein Problem. Bei jeder ersten Bestellung, die ihr dann bei mir tätigt, schicke ich euch gerne dann einen Katalog in Papierform zu, wenn ihr das möchtet. So, jetzt noch eine Information am Rande. Ich habe noch ein sehr, sehr kleines Team und ich habe meinen Namen vom Team geändert. Das Team heißt jetzt Wölfchens Bastelschmiede. Also wenn du noch, ja, ich sag mal, immer noch gehadert hast, soll ich nicht und möchtest eigentlich auch deine Bastelsachen günstiger einkaufen, komm in mein Team, in Wölfchens Bastelschmiede. Wir haben unheimlich viel Spaß und alle weiteren Details findest du auf meiner Homepage. Und wie gesagt, jetzt ist ja der beste Einstieg als Demonstrator dazu, weil wir ja die Celebration haben und du kannst nur profitieren, ob du jetzt als Hobby-Demo nur für deinen eigenen Bedarf bei Stamping Up einsteigen möchtest oder du baust dir vielleicht selber mal ein tolles Team auf. Also wie du dich entscheidest, es ist immer richtig. So meine Lieben, ich sag euch heute Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin.